Es ist eine grausame Vorstellung und ein Verdacht, der immer wieder aufkommt. Werden auch Vergewaltigungen systematisch als Kriegswaffe in der Ukraine eingesetzt? Nach gezielten Tötungen, Folterungen, Entführungen wird die Liste begangener Kriegsverbrechen, die Russland zur Last gelegt werden, immer länger. Es sind Hunderte von Vergewaltigungsfällen dokumentiert worden. Darunter minderjährige Mädchen, kleine Kinder und sogar ein Neugeborenes. Ein Land im Krieg, das die Welt aufrütteln will und sich selbst dabei angreifbar macht. Das ist eine Kriegsstrategie der Russischen Föderation zur Vernichtung des ukrainischen Volkes. Doch gibt es dafür Beweise? Die Menschenrechtsbeauftragte Lyudmila Denisova wird entlassen, wohl auch, weil sich ihre Behauptungen bisher nicht belegen ließen. Wir wollen uns selbst ein Bild machen. Mehrere Wochen recherchieren wir, sprechen mit Expertinnen und Experten, mit Ermittlerinnen und Angehörigen. Der Soldat hat gesagt, gib uns deine Frau, dann gehen wir. Wir besuchen Tatorte und erleben, wie schwierig es gerade im Fall der Vergewaltigungen ist, Beweise zu finden. Viele der Menschen wollen einfach nicht darüber sprechen. Wir beginnen unsere Recherche in Brovary, einer Gegend östlich von Kiew. Unsere ukrainische Kollegin Alexandra hat den ganzen Krieg hier miterlebt. Sie erzählt mir von einem Fall, der sie besonders beschäftigt hat. Der Fall des russischen Soldaten Michael R. Er ist der Erste, der wegen Vergewaltigung und Mord in der Ukraine angeklagt wurde, in Abwesenheit. Wo er sich befindet, ist unbekannt. Wir wollen mehr über diesen Fall rausfinden. Irgendwo in dieser Gegend soll alles passiert sein. Überall an den Zäunen das gleiche Bild. Menschen und Kinder auf Russisch. Ein Zeichen eigentlich, dass hier Zivilisten wohnen. Genützt hat es vielen trotzdem nichts. Die Straßen wirken wie verlassen. Ein paar ältere Frauen vor einem Haus. Sie sind die einzigen, die wir hier treffen. Dort hinten im Nachbarort habe der Soldat die Frau vergewaltigt. Aber auch hier habe es viele Fälle gegeben. Ja, hier wurden massenhaft Frauen vergewaltigt. Sie waren zum Teil 15 oder 11 Jahre alt. Es war der absolute Horror hier. Aber aus Angst will keiner reden. Aber niemand will darüber reden. Das Haus, das wir suchen, liege am Waldrand, erzählen uns die Frauen noch. Eine abgebrannte Ruine, die an den Horror erinnert, der hier passiert ist. Mehrfach sollen Michael R. und ein weiterer russischer Soldat die Frau hier vergewaltigt haben. Ihren Mann hätten sie zuvor erschossen, so die Anklage. Erst als die beiden völlig betrunken eingeschlafen waren, konnte die Frau mit ihrem kleinen Sohn fliehen. Ist es wirklich möglich, fragen wir uns, dass Soldaten unbemerkt von ihrer Einheit und ihren für sie verantwortlichen Kommandeuren morden und vergewaltigen? Wir treffen einen der Nachbarn und fragen ihn, wie er die Besatzer erlebt hat. Die haben sich aufgeführt wie die Wilden. Die waren 18 oder 22 und völlig besoffen. Die haben sich wie Kinder benommen. Die haben Kartoffeln auf unseren Zaun gesteckt und drauf geballert. Es sind Schilderungen, die wir so oder ähnlich immer wieder hören bei unserer Recherche. Die Soldaten seien extrem jung gewesen, häufig betrunken und oft aus dem fernen Osten Russlands. Mittellos und unausgebildet, marodierende Einheiten gnadenlos von der russischen Armee als Kanonenfutter eingesetzt. Zurück in Kiew recherchieren wir weiter über den mutmaßlichen Täter und finden massenhaft Informationen im Netz. Ukrainische Aktivisten und Aktivistinnen haben sie ins Internet gestellt. So wollen sie helfen, mögliche Kriegsverbrechen aufzuklären. Name der Eltern, Name der Schwester, Name der Brüder. Aber das ist schon krass, dass sie das alles veröffentlichen, ohne dass es irgendwie einen Prozess gegeben hat. Ne? Aber es dient jetzt Kriegsgesetz, Kriegszustand. Und du findest es auch nicht schlimm, dass die Fotos veröffentlicht werden? Für die Kriegszeiten ist wieder Frage. Wir nehmen Kontakt auf mit dem Mann, der die Bilder gepostet hat. Wo er sich aufhält, will uns Michailo Makarok nicht verraten, irgendwo an der Front.
Wie kommt ihr an diese Infos? Checkt ihr WhatsApp, Facebook? Sehr oft nutzen diese Soldaten Messenger-Dienste wie Viber oder Telegram. Aber der größte Schatz für uns ist es, wenn wir die Handys der toten Russen finden. Auf den Handys sind massenhaft Fotos und die haben Metadaten, die zeigen, wann die Fotos gemacht wurden, an welchen Orten die Fotos gemacht wurden. Das sind wertvolle Informationen für uns. Ein ganzes Land also als Ankläger und Ermittler, und ich frage mich, ob das die Wahrheitsfindung wirklich leichter macht? Am nächsten Tag eine Sondereinheit der Polizei. Sie ermittelt zu Sexualverbrechen, die von russischen Soldaten begangen wurden. Wir dürfen sie begleiten. Sie fahren von Ort zu Ort durch Gegenden, die die Russen besetzt hatten, versuchen rauszufinden, was hier passiert ist. Eine mühsame Spurensuche, merken wir, denn viele der Opfer haben das Land längst verlassen. Wir müssen jede Information nehmen, die wir kriegen können. Oft beginnt das mit einem Gerücht oder Informationen, die wir übers Internet bekommen. Dann versuchen wir, diese Informationen zu verifizieren, also Zeugen zu finden oder das Opfer selbst. Das Wichtigste sei, Vertrauen aufzubauen, erzählt uns die Polizistin. Die meisten würden nicht über das Erlebte sprechen wollen. Zu groß ist die Angst, die Russen könnten jeden Moment zurückkommen. Es gibt kein Gefühl von Sicherheit. Vergewaltigungen sind immer traumatisch, auch in Friedenszeiten. Aber da können sich Frauen an einen sicheren Ort flüchten, an dem sie Hilfe bekommen. Hier wird das Sicherheitsgefühl für lange Zeit nicht zurückkommen. Die meisten Opfer würden sich wohl erst nach dem Krieg trauen, über das Erlebte zu sprechen, glaubt auch Irina Venediktova. Die Generalstaatsanwältin kämpft seit Beginn des Krieges für die Aufklärung russischer Kriegsverbrechen. Als wir sie bei einer Pressekonferenz nach Zahlen zu Vergewaltigungen fragen, hat sie eine klare Botschaft für uns. Liebe Zuschauer aus Europa, wir sind immer noch mitten im Krieg. Das Vergewaltigen, Morden und Foltern von Zivilisten dauert in den besetzten Gebieten immer noch an. Wenn ihr also einfach nur Zahlen hören wollt, kann ich die nicht liefern. Das sind sehr ernste Prozesse. Es ist sehr schwierig, sexuelle Gewalttaten aufzuklären, während der Krieg noch läuft. Die Generalstaatsanwältin berichtet uns von einer Leichenhalle mitten in Irpin. Dort würden wir einen Eindruck davon bekommen, mit welchen Schwierigkeiten die Ermittler kämpfen müssen. Der Geruch ist kaum zu ertragen. Allein in der Zeit, in der wir auf den Gerichtsmediziner warten, werden Dutzende Kriegsopfer aus dem Obduktionsraum geschoben. Viele davon Zivilisten. Sergej Lachowitsch nimmt uns mit, zeigt uns den LKW, in dem sie die Toten aufbewahren müssten. Es seien einfach zu viele. Wir wollen von ihm wissen, ob es viele Fälle sexueller Gewalt unter den Opfern gäbe. Aber auch der Gerichtsmediziner macht uns klar, wie schwierig es sei, genau dafür Beweise zu finden. Vergewaltigungen und Folter hinterlassen typische Spuren. Wenn wir unter Folter verstehen, dass den Opfern in die Knie, die Ellbogen oder die Hände geschossen wurde, das hatten wir häufig. Vergewaltigung kann ich dagegen nicht bestätigen. Sie können sich vorstellen, die Verwesungsprozesse nach der langen Zeit. Viele der Opfer hätten in Massengräbern gelegen. Sie seien oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Für die Familien sei das vielleicht das Schlimmste, dass sie niemals wirklich erfahren würden, was passiert ist. Unsere Spurensuche geht weiter. Denn nach wie vor beschäftigt uns diese Frage, wie groß die Dimension der sexuellen Gewalt ist in diesem Krieg. Und gibt es Hinweise, dass sie von militärischen Vorgesetzten angeordnet wurde? Ich treffe Richard Weir und Fred Abrahams von Human Rights Watch. Aus dem Osten der Ukraine ist uns Belkis Wille zugeschaltet. Alle drei untersuchen für die NGO seit Jahren Kriegsverbrechen. Was ist dein Gefühl für die Systematik dieser Verbrechen? Wie groß ist die Dimension? Was denkst du? Was ist dein Gefühl?
Ich habe in Kriegen gearbeitet, in denen Vergewaltigungen als Kriegswaffe eingesetzt wurden. Ich habe erst vor kurzem die Situation der Jesidinnen untersucht, wo Vergewaltigungen extensiv als Waffe eingesetzt wurden. Ich glaube, in diesem Fall sind es eher individuelle Fälle von Soldaten, die individuelle Verbrechen begangen haben. Es scheint mir kein systematisches Ziel der russischen Armee zu sein, ukrainische Frauen zu vergewaltigen. Sind es denn trotzdem Kriegsverbrechen? Diese Einzelfälle von Vergewaltigungen sind trotzdem eindeutig Kriegsverbrechen. Und jeder einzelne Fall sollte untersucht und verfolgt werden. Kriegsverbrechen also, aber so zumindest sehen es die Ermittler von Human Rights Watch, wohl keine systematische Kriegswaffe. Eine juristische Unterscheidung, von der wir uns fragen, wie wichtig sie für die Opfer ist. Wir sind in Berestjanka, einem kleinen Ort im Westen Kiews. Wir treffen Walja, sie führt uns in ihren kleinen Hof. Bis vor kurzem hat sie hier mit ihrer Tochter, deren Mann und ihrem Enkel gewohnt. Jetzt ist sie ganz allein. Es tut mir leid, dass es hier so aussieht. Ich schaffe das allein nicht mehr. Es ist einfach zu viel. Walja erzählt uns, wie drei russische Soldaten im März gekommen seien und mitten in der Nacht an die Tür geschlagen hätten. Betrunken und mit Sturmgewehren im Anschlag. Die Soldaten hätten ihren Schwiegersohn aufgefordert, ihnen seine Frau zu geben. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr jemanden wollt, der mit euch kommt, dann bin ich das. Aber ich gebe euch nicht meine Frau. Dann hat er sich umgedreht und gesagt, okay, wenn ihr nicht wollt, dann eben nicht. Dann haben ihm die Russen in den Nacken geschossen. Das Blut war überall. Die Männer hätten ihre Tochter und zwei weitere Frauen aus dem Ort mitgeschleppt und sie vergewaltigt, erzählt Walja. Und dann etwas, das wir kaum glauben können. Der Kommandeur war dabei. Sie waren zu dritt. Zwei Soldaten und ihr Kommandeur. Dort hinten ist das Haus, wo sie die Frauen hingebracht haben. Dann führt uns Walja in den Garten, zeigt uns den Ort, an dem sie ihren Schwiegersohn begraben musste. Hier haben wir ihn beerdigt, unter der Tanne. Erst als die Russen weg waren, konnte sie ihn in ein richtiges Grab legen. Sie zeigt uns Bilder aus besseren Zeiten von ihrer Tochter, dem Schwiegersohn und dem Enkel. Hier, da sind sie, überall mit dem Kleinen. Die Tochter sei mit dem Kind nach Österreich geflüchtet und dort in therapeutischer Behandlung, so Walja. Dass sie jemals hierher zurückkommen wird, glaubt sie nicht. Sie hoffe, erzählt uns Walja noch, dass sich die Soldaten und irgendwann auch die russische Regierung für all das hier verantworten müssen, selbst wenn es für ihr Leben nichts mehr ändern wird. Wir verabschieden uns und begreifen so langsam, wie viele zerstörte Leben diese russische Brutalität zurücklassen wird und dass die Aufklärung wohl gerade erst begonnen hat.